Die EU erlaubt gegen den Willen von Deutschland das von der WHO als krebserregend eingestufte Pflanzenschutzmittel Glyphosat für weitere 18 Monate. Guten Morgen. So gut ist der nicht. Ja, die Katze ist aus dem Sack und der Deutsche ist geschockt. Die Verschwörungstheoretiker und die Pessimisten haben nichts anderes erwartet und es fällt wieder Wasser auf die Mühlen, ja, der Ansicht, dass Politik und Wirtschaft so eng miteinander verbunden sind, dass es da überhaupt kein Entrinnen mehr gibt und wir hilflos ausgeliefert sind. 83% der deutschen Bevölkerung sind gegen eine Weiterverwendung von diesem Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Aber die deutsche Regierung aus CDU und SPD vertritt eben nicht gemeinsam die Meinung der Deutschen, sondern ist sich selber so uneins und scheitert an parteipolitischen Ideologien. Die CDU, sie ist generell eher pro Glyphosat und die SPD eher generell gegen Glyphosat. Und daher ist Stillstand angesagt. Da mal ein Dank an die SPD aus persönlicher Überzeugung, denn wenn es nur um die CDU gegangen wäre, dann wäre Glyphosat weiter zugelassen worden. Was es de facto jetzt auch ist. Also, kommt noch auf Bundesebene, aber auf EU-Ebene ist es eben zugelassen worden. Obwohl die Masse der Deutschen eindeutig gegen Glyphosat ist, 83%, gibt Deutschland bei der EU keine klare Meinung ab. Das ist absolut unverständlich. Und da Deutschland nicht das einzige Land ist, was zumindest keine weitere Erlaubnis für Glyphosat aussprechen wollte, herrscht erstmal Stillstand und die Zulassung für Glyphosat in der EU wäre abgelaufen vor ein paar Tagen. So, und das wäre auch akzeptabel gewesen, ne? Wenn es keine große Mehrheit für etwas gibt, dann lässt man es eben so wie es jetzt ist. Ne? Doch die EU, die offensichtlich eine komplett eigene Institution geworden ist, entscheidet einfach über die Köpfe der Länder hinweg und über die Menschen hinweg und lässt Glyphosat für weitere 18 Monate zu. Und warum? Aus Angst vor Klagen seitens des Herstellers Monsanto. Obwohl die Länder, die eigentlich die EU ausmachen, sich nicht für eine Weiterführung der Zulassung ausgesprochen haben, gibt es weiter dieses krebserregende Pflanzengift auf unserem Essen. Was zeigt das? Die EU ist kein Zusammenschluss, der die Interessen der Länder gemeinsam bedient. Sie ist zu einer eigenen übergeordneten Instanz geworden, die eben nicht mehr die Meinung der Menschen vertritt, sondern lediglich politische und wirtschaftliche Interessen. Das ist ein Zustand, der aus meiner Sicht, betone das, aus meiner Sicht nicht hingenommen werden darf. So sehr wir wirtschaftlich Vorteile durch die EU haben sollten, so sehr ich eine Verschmelzung der Menschen und der Ideologien befürworte und Grenzen ablehne, so wenig spiegelt das die EU in ihrer jetzigen Form für mich wider. Da ist mehr Schein als Sein. Hier wird ein Kernelement der Demokratie komplett ausgehebelt. Das deutsche Volk spricht sich klar gegen Glyphosat aus. Und erstens, die gewählten Vertreter der CDU beugen sich nicht diesem Willen, sondern agieren aus einem Parteiprogramm und einer eigenen Ideologie heraus, nicht mit dem Verständnis, dass sie eigentlich keine eigene Daseinsberechtigung haben. Sie sind für das Volk da. Das Volk hat sie gewählt. Ohne Volk und die Stimme des Volkes gibt es keine CDU. Glücklicherweise in dem Fall sitzt noch die SPD in der Regierung, schafft wenigstens da so eine Neutralisierung, sodass nach gesundem Menschenverstand das Glyphosat eigentlich nicht eingeführt werden könnte, da keine Mehrheit existiert. Aber dann geht es eben zweitens Ebene höher, wo quasi die EU im Alleingang einen Tag vor Ablauf der Zulassung diese einfach verlängert. Ich kenne mich rechtlich nicht aus, das gebe ich gern zu, aber wenn dies rechtlich einfach so möglich ist, dann will ich aus der EU raus. Mit all seinen negativen Konsequenzen. Aber der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn wir nicht durch die EU vertreten werden, sondern diese gegen unseren Willen handelt, dann ist es Zeit die Notbremse zu ziehen. Großbritannien hat es ja vorgemacht. Obwohl ich da die Beweggründe nicht kenne, das war sicherlich nicht Glyphosat. Die EU ist keine Interessensvertretung des Volkes, das wird deutlich. Die EU ist eine wirtschaftspolitische Glocke, die über den Menschen hinweg gebaut wurde. Meiner Meinung nach muss sie weg. Die Idee eines geeinten Europas ist wunderbar, ist sehr gut. Die Umsetzung, wie man jetzt sieht, ist schlecht. Menschen werden sich über kurz oder lang vereinen, aber dann eher organisch und demokratisch. Diese Glyphosat-Zulassung, das ist ein Witz. Hubert Weiger, da bringt es auf den Punkt.
Da sagt er, nachdem die EU-Kommission es viermal nicht geschafft hat, den Widerstand der Mitgliedstaaten zu brechen gegen dieses Pestizid, drückt sie jetzt diese Weiterverwendung einfach durch. Diese Glyphosat-Entscheidung ist ein Affront gegen viele überzeugte Europäer. Und genau das unterschreibe ich. Ich fühle mich nicht als Deutscher, sondern ich fühle mich schon eher als Weltbürger, beziehungsweise von mir aus auch eher als Europäer. Und ich fühle mich richtig gehend schlecht bei dieser Entscheidung und nicht vertreten. Und ich bin ja sowieso keiner, der so, das möchte ich auch nicht mehr explizit erwähnen, weil wenn man gegen die EU ist, dann wird man ja schnell ins rechte Lager abgedrängt. Ich halte nicht so explizit viel von Deutsch sein und Deutsch ist besser und so weiter. Obwohl Deutschland ein tolles Land ist, siehe mein Video hier oben. Ich bin mit meiner Ideologie, meiner politischen Ideologie eindeutig links einzuordnen. Aber die EU in ihrer jetzigen Form bedient meine Interessen nicht und gehört abgeschafft. Ich bin für eine totale Vernetzung der Menschen und eine Globalisierung, aber organisch gewachsen und nach einem demokratischen Prinzip, wo die Menschen wirklich klar und jederzeit repräsentiert werden. Klar, nicht jeder Mensch kann seinen Willen haben, aber wenn die Masse der Menschen, wie jetzt im Fall des Glyphosat, eine eindeutige Meinung vertritt, dann ist das überhaupt keine Frage, dass diese zu respektieren ist und umzusetzen. Oder die kleine Ausnahme, wenn man der Meinung ist aus Fachkreisen, dass die Meinung aufgrund der Massenmedien geprägt ist und die Gesellschaft manipuliert ist, was durchaus valide ist, dass man dann mit tiefgreifenden Informationen aufklärt und sagt, okay, schaut euch doch nochmal an, Volk, das und das sind die Informationen. Aber die Art und Weise, wie wir jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt werden bei dem Glyphosat, von einer Institution, die wir selber errichtet haben, ja, das schlägt den Fass den Boden aus. Was ist eure Meinung? Nicht dazu, dass Glyphosat scheiße ist, da sind wir uns glaube ich einig. Aber wie die EU über die Köpfe der Länder hinweg entscheidet, haben wir unser eigenes Monster erschaffen, was uns auffrisst? Oder könnt ihr dem irgendwas Positives abgewinnen? Als letztes noch der Hinweis auf die Mission Vegan 5, das weltweit größte kanalübergreifende vegane deutschsprachige Kochbuch. Welches wieder dank Miri ein Level höher geschossen ist. Level 32 und ein Quinoa-Salat mit Frühlingszwiebeln ist rausgekommen. Das Rezept findet ihr hier und ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox. Danke Miri fürs Mitmachen und der nächste ist der Frankie, der auch hier schon häufiger mal bei mir auf dem Kanal kommentiert hat. Und nicht wundern, die Ankündigung für das Level 31 und das Rezept von Sophia von Is Happy, das kommt auch noch. Aber dieses Video habe ich aufgrund der Aktualität einfach mal dazwischen geschoben und deswegen nicht verunsichern lassen. Oder ihr schaut euch einmal die Playlist an, da seht ihr sowieso alle Videos. Also eure Gedanken zum Konstrukt der EU und inwieweit unsere Interessen vertreten werden. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Macht's gut, euer Christian. Ciao.